Sehr gut, sehr gut. Da war noch auf der Linie, oder? Ja. Jeder von uns kennt Tennis, aber habt ihr schon mal von Touch-Tennis gehört? Ich gebe zu, ich nicht. Aber diese wunderschöne Sportart werde ich heute kennenlernen. Hi Ingo, willkommen bei Fitwoch. Hi Marie. Woher kommt Touch-Tennis? Touch-Tennis kommt ursprünglich aus England. Wir haben es in England entdeckt und wurden da sofort Fan von dem Sport und versuchen es jetzt in Deutschland zu etablieren. Was ist der Unterschied zwischen Touch-Tennis und Tennis? Wir spielen Tennis auf einem kompakten Court, auf einem kompakten Feld, deutlich kleiner als das eigentliche Tennisfeld, mit kürzeren Schlägern und einem ganz speziellen Hartschaumball. Was brauchen wir, um Touch-Tennis spielen zu können? Ein mobiles Netz, zwei Schläger, einen Hartschaumball und Kreide. Okay, und das haben wir hier, ne? Das haben wir hier. Okay, was kannst du dem Schläger sagen? Der Schläger ist im Prinzip wie eine Art Kinderschläger, ein 21-Zoll-Schläger. Allerdings sind die Touch-Tennis-Schläger ein bisschen modifiziert, weil sie eben für Erwachsene sind. Los geht's. Das ist deiner. Danke. Wir legen einfach mal los. Du wirst gleich merken, das geht ganz von alleine. Okay. Los geht's. Schön ins kalte Wasser geworfen. Und was kannst du dem Ball sagen? Das ist schon ein besonderer Ball. Das ist ja kein typischer Tennisball. Ja, Softbälle gibt es natürlich unzählige. Dieser Softball, mit dem wir Touch-Tennis spielen, ist tatsächlich sehr speziell. Er ist sehr schwer, sehr kompakt. Und dadurch hat er ein relativ einzigartiges Sprungverhalten. Sehr gut. Was auch sehr wichtig ist, ist das Netz, oder? Es ist ein 6-Meter-Netz, 6 Meter lang, 85 cm hoch, passend zum kompakten Court. Und das Spezielle am Netz, es ist ähnlich wie ein Wurfzelt, sehr, sehr schnell aufzubauen. Okay, dann du weißt es mal. Let's go. Okay. Perfekt. Das ging echt schnell, oder? Ja. Das ging richtig schnell. Und was kannst du der Kreide sagen? Warum brauchen wir die Kreide? Die Kreide brauchen wir, um immer und überall unser Spielfeld aufzeichnen zu können. Das ist ganz spezielle Kreide, malt auf Asphalt, Rasen, auf Wasser, überall. Was? Nein. Okay, war nur ein Scherz, auf Wasser nicht, aber tatsächlich auf allen anderen Oberflächen, Rasen, Tartan, Asphalt, malt die Kreide. Und jetzt benötigen wir noch hier im Tennis unser Aufschlagfeld. Mhm. Ich mache dasselbe drüben. Ja. Okay. Versuchst du gerade wie möglich. Genau, ein letzter Strich. Ja. Aus der Mitte des Netzes zur Mitte des Aufschlagfeldes. Perfekt. Ja, du wirst es merken, beim Tennis braucht man schon 5 oder 10 Stunden, bis man den ersten Ballwechsel zusammen hinbekommt. Okay. Das ist beim Touch-Tennis ganz anders. Also wir können ja sofort einen Ballwechsel zusammen spielen. Und wie sieht es mit dem Punktesystem aus? Ist es auch so wie beim Tennis oder anders? Ja. Gezählt wird prinzipiell genau wie beim Tennis. 15-0, 30-0, 40-0. Allerdings spielen wir dann bei Einstand einen Entscheidungspunkt, einen letzten Punkt. Mhm. Und der große Unterschied zum Tennis ist, dass wir Kurzsätze spielen. Das heißt, der Satz geht nicht bis 6, sondern nur bis 4. Das Wichtige beim Touch-Tennis ist eben auch, und deswegen ist der Griff so wichtig, genauso, dass wir dem Ball eine Vorwärtsrotation geben, dass der sich hinten auch wieder absenkt. Denn wenn wir zu gerade draufschlagen, dann segelt der Ball nach oben weg. Ja, wie bei mir vorhin auch. Okay, so ein bisschen wie beim Tennis. Also es ähnelt extrem dem Tennis. Lass uns mal ein Doppelspiel. Okay, ja. Los geht's. Ich spiele mit dir. Also Doppel ist wie Einzel, nur jetzt eben zu viert. Einer steht im Netz vorne. Wenn du aufschlägst, muss er den Ball zurückspielen und dann ist alles offen. Und dadurch, dass es ein Softball ist, sind die Körpertreffer, die dir am meisten Spaß machen. Können wir anfangen? Ja? Let's go! Ja, mach rein, das Abstehen. Sehr gut. Oh! Da war noch. Sehr gut, Love! Da auf der Linie, oder? Ja. So, cool, danke. Cool. Touch-Tennis ist eine super Alternative zum traditionellen Tennis. Ihr braucht keine große Vorerfahrung. Einfach nur spielen und ausprobieren. Bis bald, eure Marina Rose. Dir das Video gefallen? Dann lass uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen. Bis bald, eure Marina Rose.